Hey Kinder, und wie versprochen, herzlich willkommen bei The Witcher 3, der weiteren Folge. Okay, war hier jetzt noch ein Gast dazu gekommen? Oder so? Ja, tatsächlich. Auch und dann ist das hier alles befriedet. Oh, guck mal, Hirsche. So, hier ist ja schon die Ortschaft. Was haben wir denn da? Ah. Ghule. Und wo Ghule sind, da sind Leichen. Die müssen natürlich das Level 23 sein, ne? Was jetzt, ein Stück Dreck? Also ich kann sie packen. Es ist nur ein härterer Kampf. Vor allem, weil es nicht mehr lag. 33%. Okay, geht's wieder. Komm her, Mann. Laufen die immer noch weiter weg. Oder? Ja. Rennen gerade gut. So. Ach komm. Diese eine Pool, ja, das ist natürlich wieder weg. Dabei hatte ich den so gut wie. Wenn der den Dings am Hand, dann... Ei. Na komm schon. Ja, jetzt bin ich ein bisschen frei. Ja,
Ja. Ja, komm ruhig mit. Was? Dann musste ich mich beeilen, weil, wie ihr seht, die Kickbrüche heilen sich hoch. Oh Mann, ey. Na, komm her. Ja, du bist mein Schatz. Komm her! Ah, oh, noch einen erledigt. So, jetzt hier. Wir nehmen nur welche dran. Ja, ja. Ja. Ach, das ist gar nicht der. Ja, ist er. Wo ist er? Da ist er. Versucht die ganze Zeit den zu bekommen. Ganz einfach, damit wir die einer nach dem anderen ausschalten können. Ja. Ah. Nicht erwischen lassen, wenn der zu schlägt. Oh, fuck! Mann, meine Fresse, mein Schild ist nicht. Du willst mich attackieren? Ja? Schild, Schild, Schild! Na komm, mein Kleiner. Oh.
Ja. Nein. Stark, stark. Und ja, noch einer weniger. Bleibt nur noch der hier. Ist er, heilt sich gerade. Muss ich mal ganz schnell zu dem. Komm her. Ja, ist nicht mehr mit heilen. Immer noch. So. Ah. Harter Kampf gegen Level 23 Ghule. Aber nicht so hart wie mit anderen. Ich fand den Geist tatsächlich immer noch schwieriger. Also nicht wirklich schwieriger, aber anstrengender, sagen wir mal so. Ja. Also für diesem Dorf hier viele Kränen sind, kann ich mir vorstellen. Ist da jemand? Ihr könnt rauskommen. Es ist wieder sicher. Ah, ein Hexer. Was ist passiert? Die Nilfgaarder haben hier geplündert. Nach Wertsachen gesucht. Als ob wir was hätten. Wer hat sie getötet? Ihr ja sicher nicht. Ich weiß nicht. Müssen die Bestien gewesen sein, die du abgeschlachtet hast. Die Sache stinkt. Und damit meine ich nicht die Leichen. So war es, aber warum sich länger den Kopf zerbrechen? Du verheimlichst mir etwas. Ich werde herausfinden, was. Hier gibt's nichts. Nicht mal die Schwarzen haben was gefunden. Aus dem Weg. Die Götter seien mit dir. Das war kein fairer Kampf. Hatte keine Chance. Die Kiefer sind so stark, dass sie die Rüstung zerdrückt haben. Doch nur noch aus den zwei. Hier oben ist abgeschlossen. Wir müssen hier oben abgeschlossen. Ich möchte da rein.
Hier ist dann noch irgendwo was. Da irgendwie unterirdisch gehen? Nee. Irgendwas muss doch hier irgendwo noch sein. Da ist doch was. Mit großer Kraft auf den Boden geschleudert. Innere Blutungen. Der Geruch von Blut ist noch stark. Ich sollte ihm folgen. Der Wind heult. Der Wind heult. Geht hier hoch. Ah, da rein. Hier gibt es nichts. Die Spuren führen zu diesem Haus. Was ist hier passiert? Wie meinst du das? Letzte Chance. Was ist mit den Nilfgaardern passiert? Was ist hinter dieser Tür? Was weiß ich? Hör mal zu. Wenn du mir nicht alles sagst, was du weißt, könnt ihr alle sterben, klar? Kannst du mit dieser Bürde leben? Unter dem Dorf gibt es Tunnel. Tunnel? Elfenruinen. Wir haben dort nach Schätzen gesucht und die dann an Händler aus Novigrad verkauft. Niemand hätte mit etwas Bösem gerechnet. Im Schutt haben wir eine Kammer gefunden mit einer schlafenden Bestie. Wir haben die Stützbalken zerstört, die Decke ist eingestürzt. Aber das Monster wurde nicht begraben. Wie sah das Monster aus? Es war so dunkel da unten. Ich konnte nichts sehen. Und wie hat es die Nilfgaarder umgebracht? Ich bin weggerannt. Ich hab's nicht gesehen. Gib mir den Schlüssel für die Tür. Du willst reingehen? Nein, ich will mir daraus eine Halskette basteln. Und jetzt her mit dem Schlüssel. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ihr habt euch zum Bau des Monsters gegraben und dann den Eingang verschüttet. Aber die Nilfgaarder haben ihn geöffnet und nach Schätzen gesucht. Das Monster hat die Schwarzen getötet und ist in seinen Bau zurück. Ihr wolltet die Leichen begraben, aber der Gestank hat die Ghule ins Dorf gelockt. Stimmt das so? Ja, das war so, wie du sagst. Ich gehe runter. Wenn ich lange wegbleibe, lauft weg. Die Tür zu verrammeln, zuzunageln, nützt nichts. Es muss andere Wege aus den Tunneln geben. Okay. Fellstücke. Ein Ekima hat hier geschlafen, bis er von den Dörflern geweckt wurde. Die Bretter lassen sich anheben. So, dann speichern wir mal besser. So dunkel gewesen. Hier sind ja überall Lampen. Rüstung zerfetzt, Arterien aufgerissen.
Scheint ja ein nettes Monster zu sein. Schnell. Wir können ihn besiegen, wenn wir mit der normalen Regel Kampfregel nicht zu helfen. Alter, da ist meine Rüstung direkt also mein Schild ist wieder weg. Wow. Oh Mann, Ike. Was? Ordentlich den Arsch vermöbelt, ey. So. Gehen wir nochmal runter. Rüstung zerfetzt, Arterien aufgerissen. Na, der hatte seinen Spaß mehr. Was? Kartoffelpfei? So. Ach, Ike. Wow. Hey, wenn du kannst. Noch mal mehr hier. Hey, ich vergesse, ist der da. Gehen wir an dem vorbei. Zack.
denen nach. Oh, Mann! Bitte. Bad! 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 Dann schlägt er zu und dann... Bad! Bad! Okay, ein Drittel seines Lebens hat er nur noch. Wow. Anscheinend kann ich auch. Und das war recht effektiv. Na? Komm. Boah, fuck. Boah. Ja, jetzt ist er. Tja. Du kleiner Pisser, da. Du kleiner Pisser. Wow, jetzt läuft er wieder wie ein Wild rum. Ich könnte es auch mal kaputt rennen. Ich denke, das Feuer mit weniger anzuhaben. Wow, da war ich direkt vor ihm zu stehen gekommen. Oh, die Leiche behindert meine Bewegung. Nein! Oh. Ah, sehr schön. Und glaubst du wirklich, dass es so einfach ist für dich? Ich würde es auch nicht sehr viel leichter. Ja. Aber das ein wenig. Uhu! Bum, 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 bum. Komm, noch ein paar. Oh. Ja. Jetzt köpfen wir den. So ist gut, Gera. Haben wir noch andere hübsche Spitze? Nee, war ein paar Fly-Dinger. Ah, das haben sie zugeschüttet. Und den anderen Eingang vergessen, ja. Können wir die Leichen verbrennen?
Okay. Hätte ja sein können, dass hier unten noch was ist. Wir nehmen alles mit, was hier unten ist, ey. No. Ist da? Ah, da ist auch nichts mehr weiter. Na, dann komm mal hoch. Ich habe einen schlafenden Ekima unter der Erde gefunden. Er war alt, muss viele Jahrhunderte geschlafen haben. Einen Ekima? Ein Vampir. Er wird euch nicht mehr belästigen. Hast du ihm den Kopf abgeschnitten und einen Pflock durchs Herz gestoßen? Ich habe getan, was notwendig war. Geht nicht mehr in die Tunnel runter. Ekimen sind keine Einzelgänger. Wir haben dich nicht beauftragt. Trotzdem hast du dir... Genau. Meine Bezahlung. Leb wohl. Ist das hier kein Dach, das ich drauf habe, oder? So. Dann haben wir das echt geschafft, ne? Geil. Ich dachte, hier wäre etwas schwerer. So, wir machen jetzt gerade erst das Quest hier zu Ende, dann können wir gucken, ob da noch weitere Quests sind. Was führt dich her? Dein Auftrag. Ich bin wegen der vermissten Patrouille hier. Ich war in Kleinweg. Ein Vampir hat das Dorf terrorisiert. Deshalb sind sie nicht zurückgekehrt. Ekimen sind harte Gegner, selbst für einen Trupp Soldaten. Wir werden sie in Ehren begraben. Als Helden. Deine Belohnung. Du hast sie dir verdient. Ja. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 300 Wagen? Nee, nicht mal die Frauen. Oh. Ein Level auf die. Dann haben wir für unseren Charakter wieder was. So. Das haben wir nämlich dann voll, das haben wir voll. Ja, haben wir alles voll. Können wir jetzt auf Angriff verbessern, in dem harten Angriff. Und zack, 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 zack. Oh, ist ja ein fest relevanter Gegenstand dabei. Hinter dem Mantel, die sich im Aufbild. Ja, sieh, das war eine Hütte. Sagt der Exekutor, eine Hütte des Doppels. Abgezogen. Lindenthal.
denn Lindenthal? Nein! Oh Mann! Blutige Bauersohn. Warte mal. Ich muss echt gucken. Niederwirr. Leinweg. Lindenthal. Gehen wir mal dahin. Was? Noch einer? Da. Verschwinde! Bist du taub? Ab mit dir, verwünschter Mutant! Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der Euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach seinem Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Und was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie? Oh, ich ertrag's nicht, ich bring diesen Hurensohn um. Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein Preis sein. Ein Hexerbalg. Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank. Noch mehr von euch und wir sind verloren. Aber dieser da... Der hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Ein Problem hast du. Hol Gerais Schläfer. Ich hab meine Kleinen gestern zu Pilzeblüten geschickt. In den Wald? Allein? Hey, du kommst doch schon. Noch ein Scharlatan. Ich bin ein richtiger Hexer. Ja, aber vorher muss ich gerade meine Waffen noch alle. Verlässliche Waffen aller Art: Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. So, kannst du für mich was anfertigen? Ich möchte, dass du etwas für mich anfertigst. Reparieren. Und so alles. Danke. Ah. Eine Stahlwaffe. Wieder stärker. Handeln. Kannst du mir abholen. Blöd, na. Oh, oh. Danke. Bis dann. Gut, was machen?
Warte mal, wo der Fito ist, weiß ich ja, der ist wieder hinten. Wieder ein neuer Ghoul. Verdammt, bist du hässlich. Danke, danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopf-Medaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? Zwei Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. Möchte gern Hexer, ey. Der weiß ja gar nicht, was das heißt, ein Hexer zu sein, dieser Knallsack, ey. Wenn du ein Problem hast, dürfte er hier irgendwo sein. Gloriel geht es immer noch schlecht. Und sie hat Visionen. Wir sollten sie in die Sümpfe bringen, zu den Schwestern. Siehst du meine Muskeln? Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte der Elfen in den Höhlen bei Mittelhain. Und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Okay. Oh, ich weiß natürlich nicht, wo Mittelhain ist. Querhaus, Tempel, aus Erholung. Mittelhain war ich einfach nicht, deswegen weiß ich nicht, wo das ist. Aber was mich wundert, ist, dass ich jetzt hier Niederwürr auf einmal nochmal einen Auftrag annehmen kann. So, warte, das machen wir noch ganz kurz. Das ist bestimmt nur so ein kleiner Auftrag. Kann er nicht angehen. Nichts Neues. So, und dann haben wir hier die ganzen Fragezeichen, die wir abarbeiten können.
Aber wisst ihr was? Ich gehe nach Krähenfeld und gehe endlich mal auf die Insel dort. Und dann mache ich die ganze Freizeit, wenn die dann auch noch da sind. So, nach Krähenfeld. Good.